Pixi, Pixi. Nein, oh Gott. Der Pixi läuft auf der Stelle. Er macht hier Lauftraining auf dem Laufband, das kein Laufband ist, sondern nur der Boden, der Garten, Edenboden vom Paradies, von Endeavor, vom Garten der Feen. Und ich lade meinen Zauber nicht auf, weil ich hier so komische Sachen sage. So, dann wollen wir mal. Wollen wir dich mal besiegen, Wargott? Nee, ich will dich nicht fangen. Ich will nur den Feentaler hier einsammeln. Und dann komme ich nicht mehr nach oben. So, oder zumindest kaum. Wargott! Ha, das war aber gerade so noch erwischt. Nein! Ah, gerade noch die Feentaler auch eingesammelt. Huch, ich verbrauche da schon Lebensenergie. Für meine Zauber sehe ich gerade. Da ist ja alles rot, aber ich habe halt nur einen Zauber. Das heißt, Moment, da muss ich mal eben kurz schauen. Das heißt, mittelgroßer Heiltrank heißt es erstmal, aber auch, dass ich nämlich, nee, wir haben ja wieder 7 von 15. Ach nee, das geht. Dafür brauche ich nicht extra aufladen. Ah, jetzt läuft er uns schon wieder davon. Der alte Halunke, der alte Pixie-Halunke. Bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen. Und rein mit dir. Ach, dann können wir ja auch der einen Frau jetzt helfen mit dem Pixie-Beutel. Und dann haben wir ja gleich die 5 zusammen. Denn hier schwirrt auch noch irgendwo einer herum. Genau, der da. So, ja, auch noch erwischt. Also 4 von 30, dann könnten wir eventuell alle Pixies sammeln. Die laufen ja sehr markant hier durch die Walachei, durch die Gegend. Die werden wir ja gleich wahrnehmen. Das ist ja nicht so, dass man die nicht sieht. Ach, und der Rufus, ne? Was, wie geht's? Bist mal aus der Taverne? Tritt's mal ein bisschen vor die Tür. Behandelst du meine Fee auch gut? Es liegt mir... Ja, ich weiß nicht mehr, wie man ihn spricht, aber gut, gut. Ach, der will ein Duell will sich liefern. Ja, super, machen wir mal. Hoffentlich habe ich da überhaupt eine Chance. Level 3. Oh, da ist eine Wasserfee. Aquana Level 4. Und Level 3. Ja, okay. Oh Gott, das kann spannend werden. Spannend im Sinne von, ich schaff's nicht. Denn gegen 3 Feen gleichzeitig antreten... Maximum waren ja 2 bisher. Oh Gott. Huch. Wo ist er denn? Ich sehe keine Anzeige. Ach da. So. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen stiller. Aber bei diesen Feenkämpfen, da konzentriere ich mich dann doch schon manchmal noch ein bisschen. Ich hoffe, ich bin nicht ineffektiv gegen Wasser. Das würde... mich nicht wundern, denn ich bin ja Stein und Wasser ist bestimmt... Aua. Nee, irgendwie auch nicht, aber das kann auch daran liegen, dass Aquana nur Level 4 hat. Na scheiße, Mana wird schon wieder knapp, aber ich habe nicht mehr Mana. Das war nämlich auch meine Sorge, dass ich so wenig Mana habe. Und irgendwie empfiehlt es sich dann doch, die Zaubersprüche wieder aufzuladen, denn man hat ja nur begrenzt Zauberpunkte, das verbraucht ja pro Zauber nur einen Punkt, einen Mana-Punkt. Das heißt, wenn ich länger auflade, dann ist mein Zauber eh stärker. Ich ziehe mir ab und ich verbrauche weniger Mana-Punkte. Ja, ist super schlau, ne? Wollte ich nur mal so erzählt haben. Mein Wissen und so weiter. So ein bisschen preisgeben, ne? Und hier, Mensch als Feenmeister kann sich der Rufus gar nicht vorstellen. Hat der Rufus gerade mal so ein bisschen erzählt. So, Pixie, rein mit dir in den Beutel. Dann haben wir unsere 5. Ach so, was sagst du? Gibst du uns was? Ist diese schreckliche Pixie tatsächlich aus meinem Laden verschwunden? Nee, ich wollte jetzt eigentlich französischen Akzent, aber das war dann noch ein bisschen schwul. Ah, ich kann hier im Laden einkaufen. Aha. Ja, dann lass dich doch mal anquatschen. Informationen. Heiltränke, Fliefer. Nee, ist ja klar. Ach, das ist doch klar. Das lese ich jetzt nicht vor. Hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt nicht... Also das ist halt einfach, das ist einfach blödsinnig, das vorzulesen. Nö. 30 kostet ein Mana-Tank und Heiltränke viel weniger. Aha. Brauchen wir aber nicht, denn wir haben ja allerhand gesammelt. Und das wollen wir dann auch erstmal verbrauchen. Ich dachte, wir kriegen jetzt was zur Belohnung. Aber nix da. Das ist ja... Können wir auch Hühner fangen anstatt Pixies? Merkt das der Lucius? Merkt er das? Merkt er das? Oder ist er doof? Waren da hinten... Und was hat die Amy jetzt rumgestöhnt? Waren da hinten noch Pixies? Ich weiß es nicht. Ich gehe da jetzt aber nicht hin, sondern werde flugs zurück zu Lucius gehen.
Denn das kennen wir ja hier alles schon. Und ihr wollt ja sicherlich auch mal was Neues sehen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange haben wir uns jetzt mit den Pixies aufgehalten. Also der Spielfluss ist eigentlich relativ schnell. Man hält sich jetzt auch nicht allzu lange mit irgendwelchen Sachen auf. Ich finde, man kommt hier richtig schnell durchs Spiel. Das hat was. Das macht doch Spaß. Ich speichere jetzt mal einfach zwischendurch mal, bevor mir das Spiel mal irgendwie abschmiert. Vor allem, das Speichersystem ist auch sehr Let's Player-freundlich. Ich kann jederzeit speichern. Und brauche mir auch keine Sorgen machen, dass irgendwie dann mir das Spiel sagt, nee, Speicherpunkt erst in einer halben Stunde. Das ist sehr freundlich. Das ist eigentlich auch sehr unüblich für so alte Spiele. Denn das Spiel ist ja erschienen 2002. Und 2002 war ja eigentlich noch die Zeit, wo das Spiel einem vorgeschrieben hat, wann man speichern darf und wann man nicht speichern darf. Meine ich jedenfalls. Dass das war früher eher üblich, dass das Spiel irgendwie entschieden hat, wann es speichert und nicht der Spieler selbst. Deswegen ist es sehr, sehr freundlich. Da war Fnatics seiner Zeit voraus, wie man so schön sagt. Naja, oder auch nicht. Das heißt, seiner Zeit voraus. Ich meine, Jade Cocoon, ne, ist ja 1998 erschienen. Da war schon anscheinend Pokémon-Zeit und so weiter. War wahrscheinlich schon Pokémon Gelb und so weiter alles erschienen. Und 2002 ist ja nochmal 4 Jahre später. Da haben die wahrscheinlich anscheinend doch lange Zeit mitgelassen. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt sind wir aber beim Cottage. Auf dem Feld hier. Und dann schauen wir mal, was uns hier am Baum für eine wilde Fee erwartet. Oder eben auch nicht. Und dann schauen wir mal hier im Haus, ne? Und snacken wir mal so ein bisschen hier mit den Leuten. So, was bist du denn? Zauberkundiger? Und wer bist du? Du bist der Lucius. Wie war die Pixie-Jagd? Wunderbar, vielen Dank für die Pixies. Hier ist deine Belohnung für 5 Pixies. Ja, geil. Wegen 30 Feentaler halte ich mich hier jetzt so auf, oder was? Na, da müssen wir jetzt hier noch ein bisschen die Wohnung ausräumen, damit sich das lohnt. Ja, hier eine Silberkugel, das finde ich ganz knorke. Aber hier auch, ne, vor allem hier, was ist denn das hier unten, sag mal? Ist das hier ein geheimer Dungeon? Da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir alle Pixies jemals gefangen haben. So gehe ich mal davon aus, jedenfalls. Und dann erwartet uns da die beste, die coolste, die größte, die netteste Fee. Trainier, Sammlerin der Feen. Bei mir erhältst du eine große Auswahl von aktiven und passiven Zaubersprüchen. Wie kann ich dir helfen? Ja. Ich lese mir das jetzt hier nur ganz eben mal ganz kurz durch. Nieten, aha, aha. Nee, nein, habe ich doch verstanden. Ich hätte jetzt gerne eine Auswahl. Das ist nämlich so ähnlich wie bei der Lostombola. Ich bekomme ein paar Lose und entweder ist ein Zauberspruch drin oder eine Niete. Ja, super. Da ist gleich schon die Steinhaut. Die nehme ich. Steinhaut, Verteidigung. Treffer verursacht 20% weniger Schaden. Das ist ein passiver Spruch. Das heißt, also habe ich zumindest verstanden, dass ich dann permanent 20% weniger Schaden einheimse. Warum das jetzt Mana verbraucht, weiß ich jetzt nicht. Oder ich habe es falsch verstanden. So, den will ich doch auch haben. Oder kann ich immer nur einkaufen? Aha. Machen wir nochmal. Ja, komm. Ich kaufe einfach mal ein paar Zaubersprüche. Dann haben wir nämlich welche, wenn wir mal ein paar andere Feen fangen. Und vornehmlich die, die nur so ein Dingens haben. Was macht der denn? 40%. Oh, der ist ja fast noch besser. Muss ich gleich mal schauen, welchen ich aktiviere. Mehr Schaden ist immer gut. Hier noch die Birkenhaut. Wir haben ja das Geld, ne? So, und das scharfe Auge. Ja, warum nicht? Ja, ich nehme jetzt einfach mal. Also ich muss ja auch gar nicht so viel zu sagen. Die habe ich alle. Die kann ich dann natürlich auch nicht mehr kaufen. Meine ich ihn, oder? Doch, kann ich trotzdem kaufen. Aha. Ja, nehmen wir mal auch. Ach, jetzt sind wir schon unter 200. Nehme ich das hier noch. Und dann reicht das erstmal. Wer weiß, wofür wir noch Geld lassen können, theoretisch. Dann lasse ich mich erstmal noch ein bisschen überraschen. Ach! Ach, ist das die Vogel? Irgendwer hatte nämlich einen Kommentar geschrieben, versuch mal bei der Vogelscheuche, da sind Chaosfeen, versuch die mal zu fangen, die sind ganz schwierig zu fangen oder so. Wurde mir irgendwie so gesagt. Oh, halt, warte einen Moment. Kannst du mich von diesen grauenhaften Chaosfeen befreien? Sie sind wirklich eine furchtbar nervende Plage. Aber sei vorsichtig, sie sind außergewöhnlich stark. Aha.
Aber um ehrlich zu sein, und das bleibt bitte unter uns, sie untergraben meine Autorität als Vogelscheuche. Sowas kann doch einfach nicht geduldet werden, oder? Ja, da hast du absolut recht. Und deswegen... Ach so, wir kämpfen einfach. Nein! Nein! Steht ja irgendwo das... Ach, Level 4? Level 4? Level... Die sind doch nicht stark. Level 4 ist doch voll schwach. Was haben die denn? Die haben auch alle dieselbe Fähigkeit. Die sind alle gleich. Ich glaube, ich fange eine, oder? Oder soll ich... Greifen wir alle gleichzeitig an. Ich dachte, die kommen alle nacheinander dann. So, die haben wir schon mal. Und ich habe so wenig Mana schon wieder. Das glaube ich gar nicht. So... Scheiße. Erstmal den einen, den wir schon geschwächt haben, angreifen. Nein, falsch. Mist. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich muss aufpassen. Ja, aufpassen heißt nicht reinlaufen. Mensch. Oh, jetzt brauche ich schon gleich Lebensenergie. Scheiße. Ich habe kaum welche. Letzte Chance. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Was passiert denn jetzt? Du hast verloren. Oh nein! Oh nein! Was passiert jetzt? Ich habe alle Feen verloren. Und jetzt? Ach so. Wie? Huch? Wow! Wow! Das Spiel bestraft mich. Total. Und belohnt mich mit diesen Beuteln, die mein Auge jetzt erblicken, weil wir jetzt ein zweites Mal hier entlang schreiten. Au, alle Heiltränke, die es so gibt. Ist denn hinterm Haus noch was? Also mit den Chaosfeen, das mache ich später. Denn drei Feen gleichzeitig, das war jetzt ja doch ein bisschen gefährlich. Und ich wusste, dass das hier noch ein Geheimnis ist. Na, was heißt Geheimnis? Vier Feentaler halt. Aber die Welt lädt so ein bisschen ein, dass man auch so ein bisschen mal schaut hier und da. Ne, ich mache das jetzt nochmal mit den Chaosfeen. Aber jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's wirklich. Vogelscheuche, ne? Was hat er gerade gesagt? Homophobia? Irgendwas mit homophob. Hört euch das mal an. Der hat homophob gesagt. Ich schwöre euch. Der hat homophob gesagt. Der hat wirklich homophob gesagt. Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Der hat homophob gesagt. In irgendeiner Art und Weise. So. Ach, scheiße. Ich werde gleich getroffen. Ja, geil. Gleich besiegt. So, ey, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße. Jetzt muss ich wieder von vorne aufladen. Ja, das eben, da muss man nämlich dann schnell... Oh Gott, ich schaff's wieder nicht, glaube ich. Hä, aber die anderen beiden Feen haben immer irgendwie viel mehr Energie, habe ich das Gefühl. Oder ist es tatsächlich so? Oder ich lade dann anders auf. Das kann natürlich auch sein. So. Wenn ich mich unten halte, dann sehe ich auch, was passiert. Scheiße! Mann! Wo sind die denn plötzlich? Toll! Jetzt habe ich wieder einen Mana-Punkt verschwendet für nichts. Hey, wo sind die, sag mal? Ah, Mann! Jetzt brauche ich schon Lebensenergie. Das schaffe ich nicht, weil ich einfach nicht zaubern konnte, voll oft. Ja, geil. Ich bin tot. Kann ich eigentlich... Kann ich hier jetzt gerade im Spiel... Nee, es geht alles nicht. Ja, toll. Naja, das ist doch auch Verarsche. Komm, da brauchst du auch gar nicht jetzt rumheulen, Stimme im Hintergrund. Oh, nee. Ey, das nervt mich irgendwie.